Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Kazai. Heute am 6.5.2015. Ja, ich bin krank. Der zweite Tag meiner Krankheit. Ich habe Grippe und mir ist so unfassbar langweilig. Das ist unglaublich. Es ist echt scheiße, wenn man einfach nichts machen darf. Ich darf keinen Sport machen, gar nichts, aber es langweilt einen einfach. Zocken kann ich auch nicht so wirklich, weil ich halt ziemlich starke Kopfschmerzen nur habe. Deswegen habe ich heute den ganzen Tag eigentlich nur rumgedümpelt und die Wohnung immerhin gemacht. Ja, auf jeden Fall, euch ist vielleicht schon was aufgefallen. Optischer Natur. Ja, ich nehme jetzt wieder über einen normalen Grabber auf, über einen Nicht-HD-Grabber. Das Problem ist nur, also meine Stimme ist natürlich auch ein bisschen lädiert wegen der Krankheit, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich aufnehmen werde, mal gucken, wie es mir geht. Auf jeden Fall, ich habe echt gerade 3,5 Stunden versucht, den scheiß HD-Grabber irgendwie zum Laufen zu bekommen. Problem war, ich habe kein Bild bekommen. Ich habe meinen alten Rechner extra nochmal angeschlossen, weil da habe ich auch noch alles installiert gehabt. Habe gedacht, vielleicht ist das irgendwie eine Einstellungssache oder so. Nein, ist es nicht. Es liegt am Grabber und ich gehe einfach davon aus, dass der Grabber, der schöne HD-Grabber, der jetzt mir schon seit, ja doch ziemlich genau, glaube ich, 4,5 Jahren bis 5 Jahren dient. Ja, er ist abgeraucht. Er ist kaputt. Ja, Ruhe in Frieden. Schöner Grabber. Ja, war ein HD-PVR der alten Serie, also noch vor der Gaming Edition, die vielleicht bekannt sein dürfte. Also wirklich das erste Modell. Hat einen ganz guten Job gemacht, hat mich natürlich zwar auch immer wieder vor Probleme gestellt, aber wenn es funktioniert hat, dann sah es auch gut aus. Jedenfalls, jetzt nehme ich hier gerade wieder über meinen stinknormalen Chinch-Grabber auf. Ich sehe es persönlich jetzt schon wirklich am Bild, weil wie gesagt, das ist auch eine andere Eingabequelle. Über den HD-PVR konnte ich halt schön Komponentenkabel machen. Gibt auf jeden Fall ein viel besseres Bild als jetzt hier ganz normal über Chinch. Und hinzu kommt noch, ich nehme jetzt aber immerhin schon mit dem besseren Grabber auf, von den beiden normalen Grabbern. Also den einen, mit dem ich immer streame und so, der funktioniert astrein, also wirklich, der ist sowas von unkompliziert, der funktioniert einfach. Der bietet halt nur nicht so eine gute Qualität. Und den ich jetzt habe, der bietet an sich eine bessere Qualität, als der mit dem ich immer streame und so. Nur kommt er halt nicht an die HD-PVR ran. Auf jeden Fall, ich habe mir einen neuen Grabber bestellt. Keine Sorge, das ist jetzt die einzige Aufnahme vermutlich. Und ich hoffe mal, ihr könnt mit der Qualitätsunterschied leben. So, genug gelabert. Laden. Ich habe überhaupt gar keinen Plan mehr, wo wir waren. Ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nur, beim letzten Mal die Aufnahme bearbeiten, war schon krass, die ganzen Untertitel zu schreiben. Da habe ich ganz schön lange gebraucht. Bestimmt, weiß ich nicht, 1,5 Stunden oder so. Oder eine Stunde. Ja, lade du mal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt irgendwie aufnehmen kann. Bin sowieso froh, dass dieser Grabber jetzt einfach so auch ohne weiteres funktioniert hat. Weil als ich ihn zwischendurch mal getestet habe, da hatte ich auch kein Bild. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal Bild habe. Umso besser. Ich hoffe nur, dass auch alles... Es geht schon wieder direkt ab hier. Es ist doch zum Kotzen. Ach, wir sind im Dschungel. Genau, genau. Mit dem Bärengötterstamm. Zack, 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 zack. Ah, das ist so ein Unterschied, ne? Also jetzt ohne Scheiß. Das ist so ein Unterschied vom Bild her. Es läuft einfach bei weitem nicht so flüssig. Ich habe Skype noch an. Muss ich gleich mal kurz was dran ändern. So, okay, Moment. Ja, ich muss gerade Skype ausmachen. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Ja, die letzten beiden Tage, also gestern, seit gestern bin ich krankgeschrieben. Ich war gestern noch 2, 2,5 Stunden in der Firma vorher. Habe noch ein paar Sachen erledigt, weil ich habe mir gedacht, wenn du schon mit Firma in die Firma gehst, dann wirst du danach garantiert zum Arzt gehen und dann wird dich auch ein paar Tage krank schreiben. Ja, letztendlich waren es 7 Tage. Ich bin jetzt an Tag 2 und mir geht es eigentlich noch ziemlich beschissen. Also ich meine, es ist schon nicht ohne, also beschissen als gestern eigentlich sogar. Aber ist ja nicht das erste Mal, dass ich aufnehme, während ich krank bin. Ja, jetzt habe ich natürlich schon gewohnheitsgemäß auf den falschen Kanal geschaltet. Nein, also ich glaube, die letzte Aufnahme, wo ich krank war, war glaube ich bei Tomb Raider. Mit dem schönen Magen-Darm-Virus. War geil, doch. Nee, ich glaube, die Aufnahme ging glaube ich auch nur eine halbe Stunde oder so. Weil dann hat mich das Fieber doch ein bisschen übermannt. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht, weil wir haben jetzt weder spät abends, also wir haben jetzt nur 18 Uhr. Ach komm. Scheißholz. Welches davon übermann, weil das war quasi so das erste Anzeichen damals bei Tomb Raider, dass ich krank werde. Der erste Tag. Und heute ist es eigentlich schon der dritte Tag. Montag, Nachmittag ging es eigentlich schon los. Hab ich auch gedacht, komm, Dienstag gehst du nochmal zur Arbeit, ne? Freut sich der Chef. Ja, und jetzt, irgendwann hab ich mir gedacht, ist aber auch mal gut. Ich habe auch geile Antibiotika gekriegt. Jetzt kannst du mal aufhören. Kannst du mal einfach mal bitte sterben? Ja, komm und weg. Nein, also die scheint meinen Verdauungstrakt irgendwie recht lustig zu beeinflussen. Also als ich mir die Nebenwirkungen durchgelesen habe von dem Gerät, da stand auch drin, sehr häufig führt es zu Durchfällen. Das bedeutet höher als 10% der Patienten, die haben Durchfälle. Und zu circa 10% kriegen dabei dazu noch Erbrechen und Übelkeit. Das klingt doch mal nach einem schönen Medikament.
So, okay. Ansonsten, was habe ich gemacht in der Zeit? Wirklich nicht viel. Also ich habe gestern, also der 5.5. war es dann, also als ich dann früher nach Hause gedümpelt bin, saß ich erstmal 2,5 Stunden beim Arzt, weil da war echt die Hölle los beim Arzt. Boah, das reicht mir jetzt so langsam. Oh, mal unsere Axt raus, wie gesagt. Ja, ich saß 2,5 Stunden beim Arzt, hab Starship Troopers ein bisschen gelesen. Ich habe den Film gesehen, das Buch noch nie gelesen. Das Buch, also das beginnt zumindest mal nicht schlecht. Ich habe jetzt ca. 60 Seiten gelesen gestern. Also nicht in 2 Stunden, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und so. Ja, aber es ist gar nicht mal schlecht. Eigentlich schon fast traurig, dass ich momentan nicht mehr so viel lese, seitdem ich wieder in meiner alten Arbeitsstelle bin. Also zumindest ortstechnisch, ne? Also location-mäßig, so. So will ich das haben. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gekommen, da habe ich erstmal nach den 2,5 Stunden Arzt, habe ich 3,5 Stunden gepennt. Erstmal Fieber so ein bisschen rauspennen. Und ich weiß, ihr hattet ja bestimmt auch schon mal jemand Fieber gehabt. Wenn ihr dann schlaft und dann aufwacht, dann ist das irgendwie alles so realitätsfern. Also ich habe dann immer so richtig leck mich am Arsch Weltstimmung, ne? Da ist mir einfach alles egal. Wirf. Ach so, das war's schon. Ach, schade. Ja, ich habe da immer so eine richtige... Da ist ja noch einer, ich glaub's ja nicht. Komm. Zack, zack, zack. Und... Jetzt aber! Kopf weg! Ach, verdammt. Von mir ist auch ein Baum weg, da habe ich auch nichts gegen. Ja, auf jeden Fall war das gestern genauso. Da bin ich gestern kurz bei Skype online gekommen, da hat der Tim, die Sau, ne, hat von Bloodsports gesprochen, von dem Film von Jean-Claude Van Damme aus den 80ern. Und da habe ich direkt wieder Bock drauf gekommen, da habe ich mir den erstmal schön reingezogen. Danach noch ein paar, also bei YouTube, wirklich eigentlich die ganze Zeit habe ich auf YouTube verbracht, um in irgendeiner Form Jean-Claude Van Damme Sachen zu gucken, weil der hat dann noch andere Filme gemacht, so ein paar, ne. Zum Beispiel The Quest fand ich ganz cool früher als Kind. War ja fast so wie Bloodsport. Ja, und heute habe ich halt meine Wohnung gemacht, habe mir richtig scharfes Essen gemacht. Also so ein asiatisches Gericht habe ich mir selbst gezaubert. Mit asiatischem Gemüse, richtig viel Sambal Oleg und Curry und das war schon ziemlich scharf, doch. Ah, Moment, ich glaube, das waren hier die Schiffe, ne. Da war doch ein Ziel, glaube ich. So eine Challenge. So von wegen, ja, mach alles kaputt. Ja, Defeat the Tentacles, Horn Carriers using... Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Ach so, es war das Level, wo ich eh nicht alles schaffen konnte erstmal. Alles klar. Kommst du da schon dran? Warum kommst du nicht dran? Muss ich bestimmt mit dem Bogen runterschießen. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr scharf gegessen. Wegen meinem Hals auch, damit er ein bisschen... Ach so, okay. Dann geh du dahin, Kuso. Damit der Hals ein bisschen desinfiziert wird und einfach nur alles weggebrannt wird. Und war auch sehr gut. Danach habe ich mir noch ein Eis gegönnt zur nachträglichen Beruhigung. Ja, und dann, seitdem wollte ich eigentlich aufnehmen. 3,5 Stunden lang. Ich habe ohne Scheiß 3,5 Stunden wirklich versucht. Wie gesagt, ich habe einen alten Rechner nochmal rüber geschifft und alles. Oh, umgeschlossen, alles ausprobiert, hat alles nichts funktioniert. Und dann habe ich mir wirklich dann gerade vor 20 Minuten gedacht, komm, stellst du den neuen Grabber. Und ich hab mich nicht für den Elgato entschieden, ne, weil den ja jeder Arsch hat. Ich schwimme immer so ein bisschen gern gegen den Strom. Ich habe einen von StarTech geholt. Also der hatte, oder StarTech meinetwegen auch, StarTech. Naja, was mir halt an dem Viech gefiel, ist, dass er halt wirklich einen Komponenteneingang hat. Einen direkten Komponenteneingang, dass man nicht mit Adaptern arbeiten muss und so ein Kack. Und außerdem noch HDMI. Und das finde ich gut. So, Tati, jetzt bleibst du mal erstmal schön geschmeidig, bitte. Ich will mal ein bisschen hier... Wenn wir schon mal so einen Kackbogen haben... Ach komm, Mädchen. Ach, du bist so seltenst dämlich, ne? Na gut, okay, dann kämpfst du mal da unten und ich kümmere mich da oben um den einen Spacken. Ja, guck mal, hier, vergewaltige ich meine Schwester. Das ist bestimmt ein Bogenschütze. Ich brauche einen Headshot. Ja! Was ich gerade sehr schön fand, dass, wow. Warum ist die Steuerung so verzögert? Also teilweise. Ich hoffe einfach mal nicht, also ich glaube einfach mal nicht, dass es am, Grabber in irgendeiner Form liegen könnte. Aber vielleicht habe ich das Kabel doch noch ein paar Mal zu sehr gedreht. Weil ich habe Wohnung gemacht, der rollt mir den Boden auf und sonst liegt das PlayStation-Kabel immer durch mein halbes Schlafzimmer. Komm, ja, zack! Ich will gleich nochmal den geilen Matrix-Wurf machen. Mach ich gleich auf jeden Fall. Ja, gerade wenn ich blocke, der hat da schon jetzt das zweite Mal, hat er da auf jeden Fall verzögert reagiert. Ja, okay, das geht auch. Das geht auch. Das ist auch gut. Komm, stirb! Stirb! Okay, das war ein bisschen zu viel Emotion für meine Stimme. Okay. Gut zu wissen. Ey, du Sau. Okay, mein erster Energiebalken ist bald weg. Da haben wir doch schon direkt Nachschub. Wie geht denn nochmal der... Ah, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich will den coolen Wurf machen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der geht.
Das Schlimme ist halt nur, ich hatte eigentlich noch nie so wirklich Fieber, als es so wirklich freundlich draußen war. Das heißt, es ist einfach warm und ich lasse das Fenster auf, weil ich sonst einfach sterbe. Jetzt klaut ihr mir die Energie, die Schlampe. Okay, die hat wahrscheinlich noch gar keine gehabt, aber dennoch. So, okay. Also hier geht es auf jeden Fall schon gut ab für eine Mark. Alter, ich habe den einen da doch schön eigentlich in der Mitte zerteilt. Hörst du mal auf? Hörst du mal auf? So, geht doch. Ich habe hier auch ihre fette Waffe hier ausgepackt, ne? Oh. Zum Glück gibt es hier keinen Friendly Fire, ey. Das war ja richtig ätzend. So, okay, gut. Dann ist jetzt hier erstmal Ruhe, ne? Finde ich gut, finde ich gut. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon im, wenn ich mich nicht täusche, im letzten Drittel des Spiels ungefähr. Das könnte, glaube ich, hinkommen. Entschuldigung. Ich glaube, es ist die 7. von 11 Missionen. Also mathematisch so ungefähr, ne? Kann ich den snipern? Snipern, ja. Stealthen? Bin mir nicht so ganz sicher. Er guckt einfach genau nicht auf mich zu. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, ey, wenigstens mal ein bisschen Ruhe im Puff hier. Und zack, zack. Und Stich zu. Na, dann halt nicht. Da hinten sind auch noch ein paar Spangen. Aber lesen, lassen wir uns erstmal vorlesen. Many tales tell of a savior who will unite the land during a time of great darkness. Orphaned and cursed with the mark of Kree, she will seek retribution and lay down all who oppose her, terrible in her fury. But her many battles are not where the fate of man shall be determined. Inside her soul is where the real conflict rages. An emissary of the gods of light, cursed by the gods of night. She will walk a knife edge between good and evil. She is destined to be queen, to unite the kingdoms under one flag. Be that flag Rakus or Kasai. Book of the Damned, The Queen, 2-6. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was über Tatis Schicksal erfahren. Das hatten wir schon vorher in einer Sequenz mitbekommen gehabt. Ich glaube, da nehme ich mal lieber den Bogen raus. Ei. Okay. Du hast nichts davon mitbekommen. Krankenwagen. Was? So, okay, alles klar. Es kommt die Sonne natürlich gerade. Ey, ohne Scheiß, den ganzen Tag hat die Sonne nicht wirklich geschienen, ne? Es ist doch immer das Gleiche. Was ist denn das da hinten? Warum kann ich denn da schon hingucken? Muss ich da jetzt runterfallen? Höchstwahrscheinlich. So, schauen wir doch mal, was hier abgeht. Okay, der ist nicht geschützt. Das ist gut. Das ist auch der einzige hier. Das heißt, ich kann auch einen feilen Kopf rammen. Finde ich gut. Komm. Du blöde Sau. Kannst du mal aufhören, mir meine ganze Energie zu klauen? Ist ja ätzend. So, okay. Ach, das ist nur Feuer. Er lebt ja immer noch. Er ist tot. Hervorragend. So, okay. Komm ich denn hier runter? Ich sehe hier nichts. Mano! Es ist echt nicht schön. Gerade jetzt. Mann. Mit 3,5 Stunden habe ich gewerkelt, ne? Ich hätte in der Zeit so viel schön. Ich hätte das Spiel beendet in der Zeit. Ach, egal. So, nehmen wir mal das Speerchen. Warum eigentlich nicht? Das haben wir schon länger nicht mehr benutzt. Das ist aber auch so für mich so eine undankbare Waffe. Die ist halt nicht so schnell, ne? Aber auch nicht so stark. Du hast Preis lassen. Du lässt mir die Energie schöner liegen, Mädchen, ne? Damit das klar ist. Danke. So. Ach, das ist ein Speicherpunkt? Ja, komm, betätigen wir erstmal den Schalter. Ich kann von mir aus auch die andere Energieaufladestation da gerne nehmen. Das ist mir eigentlich relativ... Okay, hast verstanden. Finde ich gut. Klar, wenn es darum geht, mir Sachen zu klauen, ne? Okay, da kommen jetzt Gegner. Da kommen jetzt Gegner. Bums! Okay, da kommen sogar einige Gegner. Mit so viel hätte ich jetzt auch nie gerechnet. Gott. Ui. So, okay. Oh, Junge. Boah, ey, kannst du mal aufhören? Ich nehme den Speer nie wieder. Ui. Komm. Irgendwie habe ich jetzt die Kombos gerade nicht so drauf. Oh, okay. Ich sehe nichts. Kamera bitte nicht so actionreich sein. Zack, zack, zack. Beinfeger. Oder auch nicht. Okay.
viel sind denn hier noch? Ui.